Willkommen zu meiner spoilerfreien Filmkritik zu You Were Never Really Here. Worum geht es in diesem Film? Wir begleiten Joe, der junge Frauen aus dem Sexhandel befreit. Er bekommt den Auftrag, die Tochter eines US-Senators zu befreien. Dieser Auftrag ist auch gleich der Schwerpunkt vom Film. Wie ist das Ganze umgesetzt? Wir haben hier einen Thriller, die Story ist allerdings auf Bierdeckelniveau, darüber kommt sie nicht hinaus. Der Film ist stilistisch umgesetzt, hat eine merkwürdige Stimmung, die auch gerade mit der Soundauswahl, der Tonauswahl, der Musikauswahl wirklich einen sehr eigenen Stil dabei entwickelt und auch transportiert. Joe ist ein Kriegsveteran und durch seine Erlebnisse traumatisiert. Diesen Umstand bekommen wir immer wieder vor Augen geführt. Grundsätzlich mag ich solche Filme, die gerade von der stilistischen Umsetzung so ein bisschen ihre eigene Art entwickeln, das Ganze irgendwie auch die Stimmung und die Story vom Film transportiert. Hier muss ich allerdings sagen, konnte mich das Ganze nicht wirklich erreichen und ich saß über weite Teile wirklich ein bisschen ratlos vor der Leinwand. Was möchte mir diese Szene jetzt sagen? Was möchte mir diese Szene vermitteln? Ich hoffe, das trifft jetzt nicht auf jeden da draußen zu. Ich weiß es nicht. Ich muss dazu sagen, ich liebe solche Filme normalerweise. Hier hat es für mich allerdings nicht funktioniert. Wie ist die technische Umsetzung? Ich habe den Film über Netflix gesehen. Er liegt im 21:9 Bildformat vor. Bild- und Tonqualität entsprechen einem soliden Niveau. Kommen wir zum Fazit. You Were Never Really Here ist ein stilistischer Thriller, der mich persönlich leider nicht erreichen konnte. Für mich verbleiben 2 Sterne und die Erkenntnis, meine Zeit besser in einen anderen Film investiert zu haben. Ich muss an dieser Stelle aber lobend erwähnen, dass die schauspielerische Leistung in diesem Film wirklich grandios dargestellt wurde. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Je nach freier Zeit gucke ich mehr oder weniger Filme, meist über die bekannten Videodienste Amazon Video und Netflix. Wenn ihr nicht verpassen wollt, welche Filme sich lohnen, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke.